Bevor ich aber zu unserem neuen Kinder- und Jugendmajestäten komme, möchte ich euch nochmal den scheidenden Thron vorstellen und mich bei ihm bedanken. Als Kinderkönig im Jahr 2022 hat uns Fabian Markwering geehrt und er hat uns hervorragend mit seinem Thron geführt. Vielen Dank, lieber Fabian. Jetzt, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, kommen wir zum Kinderthron 2023. Zur Kinderkönigin des Jahres 2023 haben wir Sophia Bestendorf. Als ihren Kunstgemahl hat sie sich Janne Bestendorf gewählt. Und sie werden tatkräftig von den Ministerinnen und Ministern unterstützt, von Lex Scheele.
Und Fabian Markerin. Und Marita Markerin. Und Jean Firma. Und weil ihr die Kinderkönigin-Würde einfach nicht reichte, kann das verstehen, man muss mehr Ämter an sich reißen, hat sie auch die Würde unserer Schülerprinzessin errangen. Sophia Westenhoff ist Kinderkönigin und Schülerprinzessin. Herzlichen Glückwunsch. Aber weil wir eine familienfreundliche und kinderfreundliche Bruderschaft sind, haben wir in diesem Jahr auch eine Neuerung, nämlich weitere Majestäten. Und zwar haben wir heute zum allerersten Mal eine Bambini-Königin mit ihren Ministern. Und unsere erste Bambini-Königin ist Sophia Maria Heckmann mit ihrem Prinzgemahl Paul Famula. Begleitet werden sie von Hanna und Laura Patzer. Ihr seht wirklich toll aus. Ganz süß. Auch unsere Kinder und Jugendmeister, ein Dank und Doris. Nachschuss! Danke! Bitte! Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, bevor ich jetzt das Kommando. Achso, ja, bevor ich das Kommando an den General übergebe, bitte ich jetzt um den Tausch der Insignien. Du musst mich einfach nur auslegen lassen. Oh, liebe Bier. Ach, kleine Herr Moss, das sieht aber geil aus, wenn ihr alle so ins Haus schaut. Neu. Feinstens Deutsch. Auf dem Hang sind die Kleinsten, die Größten. Ein Applaus für unsere Kinder und Jugendmeister.